Dieser Lieutenant scheint eine sehr ehrenhafte Person zu sein. Miss Lavinia hat Glück, ihn in ihrer Nähe zu haben. Lestrade sagte, dass er mehr Beweise hinsichtlich Grimbles Spur gefunden habe. Die Leiche, die wir in der Zementfabrik fanden, hätte auch gut ein Komplize und der wahre Mörder von Sir Bromsby sein können. Grimble könnte zum Empfang leicht eine Einladung für ihn erhalten haben. Dann, irgendwann nach der Tat, schaltete Grimble seinen Komplizen aus, um ihn zum Schweigen zu bringen. Oder auch nicht. Worüber grübeln Sie, Holmes? Holmes? Was ist, Watson? Verflixt, Holmes, Sie haben nichts von dem gehört, was ich sagte. Das ist unwichtig. Sagen Sie, haben Sie den Gegenstand, dessen Quittung wir in Hunters Wohnung fanden? Ach ja, das war kaum der Rede wert. Um den Höchstpreis zu erhalten, willigte Hunter ein, den Gegenstand innerhalb von 2 Tagen auszulösen. Sehen Sie, das scheinen echte Diamanten zu sein. Es scheint mir, dass wir alle Schlüsselelemente zusammengetragen haben, Watson. Bevor wir uns aber ausruhen, fassen wir unsere Ergebnisse doch einmal zusammen. Die Fragen sollten mit Ja oder Nein beantwortet und mit Beweisen oder Aussagen untermauert werden, die während der Untersuchung gesammelt wurden. Was für ein Kinderspiel, Watson. Wir haben alle Fragen beantwortet. Hallo, Watson. Guten Morgen, Lestrade. Sie sind wohl Frühaufsteher. Guten Morgen, Lestrade. Sie sehen wirklich müde aus. Sie müssen ein langes Treffen mit dem Minister gehabt haben. Lassen Sie. Wie konnten Sie das bloß wissen, Holmes? Ich kann in Ihnen lesen wie in einem Buch. Ha, ha, ha. Ich scherze nur, Gentlemen. Es ist nicht die richtige Zeit zum Scherzen, Holmes. Aber auf ein Wort. Wie fanden Sie das über den Minister heraus? Mir wurde versichert, dass höchstens 3 oder 4 Personen Kenntnis von diesem Treffen hatten. Ach, ich würde eine Erklärung lieber für mich behalten. Also wissen Sie auch, worum es in diesem Treffen ging? In der Tat. Aber Dr. Watson weiß nichts von diesen Ereignissen. Nun, unser redlicher, doch stets praktisch denkender Minister teilte mir die Gedanken unseres Finanzministeriums mit. Sie entschieden, dass es angesichts der derzeitigen Krise höchst unklug wäre, wenn eine junge Dame von kaum mehr als 18 Jahren eins der 3 größten Bauunternehmen des Landes übernähme. Ich fange an zu verstehen. Aber dem Minister zufolge ist Grimble trotz der Rücksichtslosigkeit seinem Partner gegenüber die einzige Person, die der Rat für fähig erachtet, den augenblicklichen Status der Bromsby Enterprises umzukehren. Mir wurde weiter erklärt, dass ich diese Bedenken berücksichtigen muss, falls ich eine Wahl zu treffen habe, in welche Richtung meine Untersuchungen gehen mögen. Das ist ja unerhört. Und Sie, Lestrade? Wie denken Sie persönlich über diese Angelegenheit? Ich weiß es wirklich nicht, Holmes. Der Verdacht auf Grimble schien so attraktiv zu sein. Er hatte ein glaubwürdiges Motiv, erst Bromsby und dann Fowlett zu ermorden.
Außerdem war er offenbar die einzige Person mit Zugang zum Schuppen bei der Zementfabrik, in dem wir die Leiche seines vermeintlichen Komplizen fanden. Der einzige Störfaktor in dieser Theorie ist seine Aussage gegenüber Dr. Watson, als er klar und deutlich auf alle Erbrechte verzichtete. Das erscheint in der Tat sonderbar. Ich kann nur schwer glauben, dass ein Mann, der 2 oder 3 Morde mit derartiger Kaltblütigkeit plante und ausführte, eine Gelegenheit dieses Ausmaßes so leichtfertig aufgibt. Ebenso habe ich ausreichend Zeit in Sherringford Hall verbracht, um eine hohe Meinung von Lieutenant Harrington zu haben. Ich stimme Ihnen zu. Nach allem, was man hört, hat dieser junge Mann einen untadeligen Charakter. Ich habe keine Veranlassung, den Wahrheitsgehalt seiner Aussage in Zweifel zu ziehen. Wir rekonstruierten das Verbrechen und es war offensichtlich, dass er von seinem Standort aus Miss Bromsby trotz der Menge gut sehen konnte. Glauben Sie mir, Holmes, ich bin kein Mann, der ein unschuldiges Mädchen dem Henker übergeben würde, auch wenn es mich meine Karriere kostete. Es freut mich, das zu hören, Lestrade. Was wissen Sie übrigens über das Aston-Theater? Ist das nicht dieses schäbige Theater am Ufer der Themse? Genau. Vor mehreren Wochen wurde es von der Fairfax-Theatergesellschaft erworben. Ihre internationale Tournee scheint höchst erfolgreich gewesen zu sein, da sie in einer Woche ihr neues Stück aufführen werden. Zufällig ist Dwight Richards der Direktor. Sie meinen den Autor dieses Drohbriefs, den wir in Sir Bromsbys Schreibtisch fanden? Ich muss zugeben, dass ich den Brief für weniger wichtig gehalten habe. Schließlich ging es um eine Angelegenheit, die schon lange zurücklag. Manchmal schmerzen alte Wunden am meisten. Tatsächlich brechen wir gleich zum Aston-Theater auf. Ich weiß, dass Sie sehr beschäftigt sind, aber wenn Sie möchten, können Sie uns gegen Mittag dort treffen. Dies könnte von Interesse sein. Aston Theater, wir sind da. Wir haben noch nicht geöffnet, Gentlemen. Bei meiner Seele, ich kann meinen Augen kaum glauben. Es ist der junge Sherlock Holmes, nicht wahr? Watson, erlauben Sie mir, Ihnen Philotomy Kirby vorzustellen, der zu seiner Zeit eine der letzten großen Hoffnungen für die Bühne war. Er gab sich auch große Mühe, mein Verständnis für die vielen Feinheiten der Theaterkunst voranzubringen. Also kann er immer noch gestelzt daherreden. Hören Sie nicht auf ihn. Auf mein Wort als Schauspieler. Er war der talentierteste Student, den ich je hatte. Aber jene Tage sind vorüber. Spreche ich nun mit dem ehemaligen Schauspieler oder dem weltberühmten Detektiv? Was wissen Sie über das Ensemble des Fairfax-Theaters? Vor 2 Monaten kamen Sie von einer internationalen Tournee zurück. Richards, Ihr Direktor, hatte es geschafft, die nötigen Gelder zu sichern, um das Aston-Theater zurückzukaufen. Scheinbar hatte er endlich seine Probleme überwunden. Welche Art Probleme hatte er? Tja, es ist immer das Gleiche mit diesen Auslandstourneen. Ihre Hauptdarstellerin heiratet einen Emir oder dem ganzen Ensemble wird das Gepäck gestohlen. Alles ist möglich. Und was immer ansteht, ist üblicherweise nichts Gutes. Aber wer hätte eine solche Tragödie ahnen können? Was für eine Tragödie? Ihre letzte Tournee begann vor etwa 3 Jahren. Zu dieser Zeit war das Ensemble im Fairfax-Theater untergebracht. Aber eine Reihe von Misserfolgen zwang die Besitzer, es mit beträchtlichem Verlust zu verkaufen. Die Besitzer waren Dwight Richards, ihr aktueller Direktor, Miss Davenport, ihre Hauptdarstellerin und Gefährtin von Richards, und ein junger Mann namens Jeffries, der sich um Make-up und Kostüme kümmerte. Nach dem Verkauf entschieden sie sich für eine internationale Tournee, um Gelder zu beschaffen. War ihr Erfolg garantiert? Ja. Das englische Theater genießt weltweites Ansehen. Während der Reisen entwickelte sich zwischen Jeffries und Miss Davenport eine enge Beziehung, was sehr zu Bedauern des hitzköpfigen Richards war.
Er ist Zigeuner und niemand ist so besitzergreifend und jähzornig wie ein Zigeuner. Fahren Sie bitte fort. Kurzum, eine finstere Tragödie ereignete sich in einem lateinamerikanischen Dorf, das nahe dem Amazonas zu finden ist. Eines Abends nach der Aufführung bemerkte jemand, dass Miss Davenport und Jeffries fehlten. Die örtliche Polizei wurde benachrichtigt und es wurde Alarm geschlagen. Und Richards? Mir scheint, Richards hatte auf irgendeine Weise damit zu tun. Aber es gab keinen Beweis seiner Verwicklung und ihre Leichen wurden nie gefunden. Was für ein seltsamer Fall. Wenn Sie mehr Details benötigen, sollten Sie die Schauspieler fragen. Wie Sie wohl wissen, sind sie selten fähig, ihren Mund zu halten. Wir sehen uns später noch, Kirby. Ja, es war schön, Sie wiederzusehen. Guten Tag, junger Mann. Was schauen Sie an? Ach, es tut mir leid, Sie erschraken mich. Ich schaue Sie an. Sie. Sind Sie von der Zeitung? Natürlich sind Sie das. Sie müssen hier sein, um Sie zu interviewen. Ach, das Stück ist wundervoll und Miss Carolyn wird ganz sicher herausragen. Wenn nur mein Vater diesen Tag erlebt hätte. Ihr Vater? Ja, ich bin Bruce Aston und mein Vater war Clyde Aston, der ehemalige Besitzer des Theaters. Es ist vielleicht etwas verfallen, aber während seiner Zeit wurde es so geliebt. Viele junge Schauspieler debütierten auf dieser Bühne. Und an genau dieser Stelle traf Mr. Richards zum ersten Mal Miss Davenport. Haben Sie je vom Fairfax-Theater gehört? Das ist das Theater, das zerstört wurde. Ich meine, es gehörte Mr. Richards, Miss Davenport und einem Freund von ihnen. Sie gingen auf eine ausgedehnte Tournee, aber es lief wohl schlecht für sie. Nach seiner Rückkehr kaufte Mr. Richards das Theater von der Bank zurück. Und ich hoffe, er hat weiterhin Glück. Ja, das können wir nur hoffen. Ich denke, mit der talentierten Miss Carolyn ist alles möglich. Und das Gebäude ist immer noch solide und ausreichend. Obwohl die Bank das Theater übernahm, ließen sie die Schlüssel hier. Also habe ich ab und an ein wenig sauber gemacht oder mich um kaputte Fenster gekümmert. Gehören Sie zum Ensemble? Ja. Als Mr. Richards bemerkte, wie gut ich mich um alles kümmerte, stellte er mich ein. Ich helfe Mr. Kirby ein wenig und gehe Mr. Trumpet hinter der Bühne zur Hand. Auf Wiedersehen, junger Mann. Auf Wiedersehen, Sir. Verzeihung, dürfte ich Ihnen einige Fragen stellen? Natürlich, ich bin ganz Ohr. Sie proben im Moment, nicht wahr? Ja, wir proben für das Stück, das wir am Monatsende aufführen. Sind Sie Kritiker oder Reporter? Wie Sie wissen, kamen wir gerade von einer ausgedehnten Tournee zurück. Überall, wo wir auftraten, wurden wir umjubelt. Erzählen Sie uns von dieser internationalen Tournee. Wir traten in Frankreich, in der Schweiz und sogar für einen arabischen Prinzen auf. Bei jedem Halt wurden wir mit Beifall empfangen. Wenn sich nicht diese Tragödie zugetragen hätte, wären wir jetzt in New York. Aber das Schicksal hatte andere Pläne für uns. Eine Tragödie? Welche Art? Bestimmt haben Sie davon gehört. Alles wegen jenen in unserer Gesellschaft, die sich das Recht herausnehmen, jedes widerwärtige und vertraute Detail eines tragischen Ereignisses zu enthüllen. Und nur um etwas Aufmerksamkeit zu erheischen. Skandalös. Aber sogar ein professioneller Schauspieler wie ich respektiert die Privilegien der Presse und das Recht der Öffentlichkeit auf Information. Ihr Feingefühl ehrt Sie. Fahren Sie doch bitte fort. Die Ereignisse fanden statt an einem der verkommensten Orte in Brasilien namens Guacamole oder Babayamo oder wie auch immer. Ich frage mich noch immer, was wir da überhaupt wollten. Um es kurz zu machen, unser talentierter Kostümbildner Mr. Jeffries hatte eine Liebelei mit der bezaubernden Miss Davenport. Leider war sie immer noch die Mätresse unseres Direktors, Mr. Richards. Ich sage Ihnen, die Spannung war unerträglich. Wirklich? Aus Sicht eines Künstlers waren das die schlimmsten Stunden meines Lebens. Miss Davenport schloss sich den ganzen Tag in ihrer Garderobe ein. Mr. Jeffries zitterte so unkontrollierbar, dass er uns nicht schminken konnte. Mr. Richards sprang ein und ich muss sagen, er war ein erbärmlicher Ersatz. Mögen Sie nie Ihr Gesicht in seine riesigen, haarigen Hände legen müssen. Und dann? Unsere erste Aufführung in dieser Stadt wurde natürlich gut aufgenommen. In eben dieser Nacht ereignete sich eine Tragödie.
Nicht lange nach Ende der Aufführung hieß es, Mr. Jeffries und Miss Davenport würden vermisst. Es war unmöglich, sie zu finden. Dann hörten wir, dass Mr. Richards wegen des Mordverdachts an Miss Davenport und Mr. Jeffries verhaftet worden war. Wir waren empört und höchst ungehalten. Einige fürchteten bereits, dass wir an diesem gottverlassenen Ort bleiben müssten. Wie wurde die Sache gelöst? Glücklicherweise für Mr. Richards und uns andere war der Gefängnisdirektor und Leiter der Polizei Engländer. Da unmittelbare Beweise oder eine Leiche fehlten, konnten die Anschuldigungen gegen Mr. Richards nicht aufrechterhalten werden. Er wurde auf der Stelle auf freien Fuß gesetzt. Ich denke, wenn dieser Auswanderer nicht interveniert hätte, säßen wir für immer in diesem Amazonassumpf fest. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auch keine Ursache. Zögern Sie nicht, mich wieder um Hilfe zu bitten. Ja. Hören Sie nicht auf diesen Jammerlappen. Bei Rotschöpfen bekommt er weiche Knie. Ein Polizist ist nur ein Polizist, mehr nicht. Wenn Richards jetzt nicht im Gefängnis sitzt, dann nur, weil er da nicht hingehörte. Wir sprachen über die Tragödie, die sich während Ihrer vorherigen Tour zutrug. Und Sie sind nicht von der Zeitung, oder? Nein, ich denke, Sie sehen eher wie Polizisten aus. Dann hören Sie mal zu, Inspektorin. Miss Davenport war nicht mehr als eine alternde Frau, die es liebte, wenn Männer ihr zu Füßen lagen. Was? Aber Sie spielte mit Richards und Jeffries wie mit zwei kleinen Marionetten. Dwight Richards ist zwar jähzornig, aber hätte ihr kein Haar gekrümmt. Und wenn Sie unbedingt hilfreich sein wollen, finden Sie meine rothaarige Perücke. Wir müssen unsere Untersuchung fortsetzen. Sicher, sicher. Guten Tag, Miss. Ich störe Sie nur ungern. Oh, stören Sie nur. Proben Sie das neue Stück? Ja, wir arbeiten hart daran. Verzeihung, aber nannte Mr. Kirby Sie eben Holmes? Ist es wirklich möglich, dass Sie der große Detektiv Sherlock Holmes und Sie Dr. Watson sind? Ich untersuche die schrecklichen Ereignisse, die sich während Ihrer letzten Tournee zutrugen. Oh, ich verstehe. Sie interessieren sich für diesen Fall. Er ist immer noch ein Rätsel, sogar für jene, die dabei waren. Erzählen Sie uns von Miss Davenport. Sie war fabelhaft und betörte die Männer. Sie gestand mir, dass sie mit unserem Kostümbildner Jeffries angebändet hatte. Sie hatte Richards schon öfter verlassen, aber sie kam immer zu ihm zurück. Sie sagte, dass er sie stets verstand, ohne dass sie auch nur ein Wort äußern musste. Bis zu diesem letzten Mal. Vergeben Sie einem bewundernden Experten, aber Ihr Ohrring ist prächtig. Er war ein Geschenk von Veronica. Sie bekam ihn zusammen mit zwei passenden Ohrringen und einer kleinen Schmuckkassette. Mir schenkte sie diesen. Doris den zweiten und den schönsten behielt sie für sich. Veronica